Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Bund und Länder haben erneut beraten, wie es im Kampf gegen die Corona-Pandemie weitergeht. Und eine Entscheidung getroffen. Einerseits wird der Lockdown bis mindestens 28. März fortgesetzt. Doch für etwa 90% der Menschen in Bayern gibt es klare Erleichterungen, auch auf Druck von uns Freien Wählern. Nachdem seit 1. März bereits Kitas, Schulen und Friseure öffnen dürfen, gehen wir am kommenden Montag noch einen Schritt weiter. Der Einzelhandel des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Buchhandlungen, darf dann ebenfalls wieder Kunden empfangen. Endlich können wir uns wieder mit mehr Verwandten und Freunden treffen. Private Zusammenkünfte sind ab Montag wieder mit einem weiteren Haushalt und insgesamt bis zu 5 Personen möglich. Bei Inzidenzen unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern können die Bundesländer sogar die Öffnung des Einzelhandels für Terminshopping genehmigen. Das nennt sich Click and Meet. Ihr macht online einen Termin beim lokalen Einzelhandel aus und dürft dann zum Beispiel für eine halbe Stunde im Laden stöbern. Und auch für den bayerischen Amateur- und Breitensport gibt es nach monatelangem Stillstand Hoffnung. Abhängig von regionalen Infektionsgeschehen können Vereine schon bald wieder kontaktfreien Sport unter freiem Himmel anbieten. Und das sogar in Gruppen bis zu 10 Personen. Ihr seht, der Fahrplan zur Normalität steht. Testen, impfen und öffnen geben uns sofort jede Woche mehr Freiheit und Sicherheit. Das zu erreichen war nicht leicht. Erst am Dienstag, also unmittelbar vor dem Bund-Länder-Gipfel, haben wir unseren Bayern-Plan vorgelegt, damit Ministerpräsident Söder diesen in Berlin mitverhandelt und so bei der MPK mit Bundeskanzlerin Merkel mehr Lockerungen durchsetzt. Wir wollen weg von ausschließlichem Blick auf Inzidenzzahlen und hin zum Modus für ein möglichst gutes Leben mit dem Virus. Ein Leben, das unser Land und seine Menschen so lange gut aushalten können, bis Impfung und Therapie Corona endlich den Schrecken genommen haben. Ein Leben, das dem Einzelhandel, der Außengastronomie und später Kultur und Hotellerie wieder eine Perspektive gibt, so wie es auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert. Ja, es braucht eben nicht nur beim Zumachen viel Mut, sondern gerade beim Öffnen. Denn wer möchte, dass sich die Menschen im Freistaat weiterhin an die Corona-Schutzmaßnahmen halten, der muss sie auch von ihrer Sinnhaftigkeit überzeugen. Deshalb setzen wir Freien Wähler nicht allein auf Vorsicht und Umsicht, sondern gerade auch auf Zuversicht. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.